Moin Leute, Servus und Hallo, willkommen zu einem neuen Video und heute zu einem wichtigen Thema, wie ich finde, denn heute soll es um Omega-3 gehen. Mittlerweile gibt es ja immer mehr Berichte und Studien, die sich eben über positive Effekte von Omega-3 auf unseren Körper aussprechen und eben auch darauf hindeuten. Vor allem Supplementhersteller werden den Ganzen nicht überdrüssig und betonen eigentlich zu jeder Gelegenheit, wie gut Omega-3 doch für uns ist. Und oft heißt es dann auch dabei, dass man unbedingt Omega-3 als Nahrungsergänzungsmittel nehmen sollte. Und das hört sich eben oft ganz schön überzeugend an, denn es gibt, wie gesagt, ja auch viele Studien, die auf positive Effekte hindeuten. Ich will euch heute dabei helfen, das Ganze ein bisschen einzuordnen. Hilft Omega-3 jetzt wirklich so viel, wie immer gesagt wird? Und wie kann ich mein Omega-3 auch über die Ernährung decken? Das Ganze zeige ich euch heute. Und dann reden wir doch nicht mehr lange, sondern legen wir los. Let's go! Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals. Ich werde jetzt als erstes einmal kurz erklären, was Omega-3 wirklich ist und wo es überall helfen soll. Und wen das Ganze nicht so interessiert oder wer das Ganze schon weiß, kann eben auch nur diese Zeitpunkte hier springen, dann könnt ihr das Ganze einfach skippen. Was man als erstes wissen sollte, Omega-3 ist nicht gleich Omega-3, denn das Ganze ist einfach nur ein Sammelbegriff von essentiellen Fettsäuren, die der Körper eben selber nicht herstellen kann. Darunter sind eben ALA, also Alpha-Linolensäure, EPA, Eicosapentaeninsäure und DHA, die Docosahexaensäure und DHA, die Docosahexaensäure. Der Körper kann also allesamt nicht selber bilden, er kann jedoch zu einem gewissen Teil das ALA eben in EPA und DHA umwandeln. Allerdings ist das Ganze auch begrenzt und deswegen sollte man am besten eben auch EPA und DHA einfach über die Ernährung auch mit aufnehmen. Diese sind eben Bestandteile unserer Zellen und deswegen wichtig für die Zellbildung, vor allem im Gehirn und Nerven. Sie haben damit auch einen großen Einfluss auf unsere Herz- und Gehirnfunktion und eben auch unsere Sehkraft. Vor allem für Säuglinge und Kleinkinder ist das hier besonders wichtig, denn sie bilden eben erst Gehirn- und Nervenzellen und brauchen deswegen unbedingt eine große Menge an Omega-3. Aber sie sind auch am Transport von Hormonen und eben an der Immunreaktion beteiligt. Anders als die Omega-6-Fettsäure, Arachidonsäure, sind eben die Omega-3-Fettsäuren in Sinushemmen und Gefäße erweitert. Sie sind also komplette Gegenspieler und das erklärt auch das so oft zitierte Omega-6-zu-3-Verhältnis, was man wirklich jetzt mittlerweile wahrscheinlich schon öfters gehört hat. Entzündungen sind die Immunreaktion von unserem Körper eben auf Eindringlinge, Fremdbestandteile oder andere ungewollte Bestandteile eben in unserem Körper. Sie sorgen eben dafür, dass sich die Immunzellen um den fremden Eindringling eben kümmern. Also eigentlich ist das Ganze eher positiv, aber wenn wir jetzt eben zu viel Omega-6-Verhältnis haben, fallen diese Reaktionen viel zu heftig aus und auch viel zu oft. Das sorgt eben für Dauer des Immunsystems und dass eben für andere Sachen keine Kapazitäten mehr übrig sind und dadurch auch nur Sachen übersehen werden, die eigentlich nicht übersehen werden sollten. Heißt, man wird einfach anfälliger für Krankheiten und der Theorie auch nach Krebs und es verstärkt eben die Arteriosklerose, also die Gefäßverengung, was dann eben wieder Folgeerkrankungen wie das Hochdruckmasse sieht, was eben der größte Risikofaktor eben für Herzinfarkt und Schlaganfall ist. Das unterstreichen auch Studien, die den Rückgang solcher schweren kardiovaskulären Ereignisse um bis zu 30% feststellten bei einer erhöhten Aufnahme von Omega-3. Allerdings muss man hier etwas aufpassen, denn es gibt auch widersprüchliche Ergebnisse, denn andere Studien haben eben keinen positiven Effekt von Omega-3 darauf festgestellt. Bei solchen Studien werden die Probanden eben immer in Gruppen unterteilt, darunter eine Gruppe, die eben das Präparat sowie Omega-3 bekommt und eben eine Kontrollgruppe, die eben nur ein Placebo bekommt. Es wird vermutet, dass hier diese Placebo-Gruppe eben bei manchen Studien kein neutrales Placebo bekommen haben, sondern eines, was eben die Gesundheit verschlechtert. Das zeigt zur einen Seite, dass noch weitere Forschung notwendig ist, und eben auch, dass nur die Einnahme von Omega-3 alleine nicht unbedingt positive Effekte bringt, sondern man eben die komplette Ernährung eben auf gesündere Ernährung umstellen sollte. Das gleiche gilt hier für Studien auch zur Prävention von Krebs, Alzheimer und eben Demenz. Auch hier gibt es eben Studien, die darauf hindeuten, dass Omega-3 positive Effekte auf eben das Darmkrebs- und Brustkrebsrisiko hat. Allerdings kann auch hier noch kein konsistenter Zusammenhang zwischen Omega-3 und eben dem Gesamtkrebsrisiko gezogen werden. Bei Demenz und Alzheimer können die kognitiven Fähigkeiten von leicht beeinträchtigten Menschen eindeutig durch die Einnahme von Omega-3 verbessert werden. Jedoch wurden keine signifikanten Verbesserungen bei Menschen festgestellt, die eben schwer beeinträchtigt waren. Auch hier sind also noch weitere Studien notwendig, vor allem im Bereich Prävention, also der langfristigen Versorgung mit Omega-3, eben zum Vermeiden von solchen Krankheiten, wo meiner Meinung nach das größte Potenzial eben von Omega-3 liegt. Als sicher gilt jedoch die positive Einwirkung auf die Entwicklung von Kleinkindern und Säuglingen, wenn die Mutter eben in der Schwangerschaft und in der Stillzeit ausreichend mit Omega-3 versorgt ist.
Und Omega 3 hat noch weitere positive Effekte, zum Beispiel auf das Verhalten von Kindern mit ADHS, der Regeneration und generell dem Immunsystem, den Blutfettwerten, der Prävention von Depressionen und eben der Linderung von Symptomen und Beschwerden eben bei entzündlichen Krankheiten, wie zum Beispiel Rheumatoidarthritis. Es macht also definitiv Sinn, auf seine eigene Omega-3-Aufnahme etwas zu achten, und vor allem im Bereich Prävention ist das Ganze noch bei weitem nicht vollkommen erforscht, und hier steckt eben das größte Potenzial von Omega-3. Was sich aber bei den meisten Studien herausstellt, ist, dass es eben nicht so sinnvoll ist, einfach nur Omega-3 einzunehmen, sondern wirklich auch Omega-3-haltige gesunde Lebensmittel zu essen und das Ganze in eine gesunde Ernährung einzubauen. Dann profitiert man eben nicht nur von den positiven Effekten von eben Omega-3, sondern eben auch von den positiven Effekten, weil man eben ungesunde Fette wie gesättigte Fettsäuren oder zu viel Omega-6 eben meidet und darum eben auch selten an Herz-Kreislauf-Erkrankungen erkrankt. Vor allem schwangere, stillende und ältere Menschen sollten auf ihren Omega-3-Konsum etwas achten. Und auch Personen, die eben keinen Fisch essen, darunter auch Veganer, sollten ein gesteigertes Augenmerk eben darauf haben und gegebenenfalls dann eben supplementieren. Aber auch Sportler haben einen erhöhten Bedarf und profitieren eben von den Faktoren wie der gesteigerten Regeneration. So, jetzt habe ich schon ganz schön viel geredet, aber die wichtigste Frage ist eigentlich immer noch nicht geklärt. Was muss ich essen und in welchen Mengen? Dafür schauen wir uns doch mal die Empfehlung von der FDA, also der American Food and Drug Association, an. Denn die empfehlen wöchentlich ca. 8 Unzen, also 250 Gramm, Fisch und Meeresfrüchte. Warum jetzt explizit Fisch? Das ist eigentlich ganz einfach zu erklären, denn sie haben eben eine hohe Menge an EPA und DHA, was sonst eben nur sehr schwer über die Ernährung zu decken ist. Ich habe euch auch hier noch eine Liste an Lebensmitteln eben rausgesucht, die eben eine hohe Menge an Omega-3 haben, aufgeteilt eben in ALA, EPA und DHA. Besonders hervorheben für den täglichen oder auch wöchentlichen Bedarf will ich hier Leinsamen und Leinöl, Walnüsse, Rapsöl sowie natürlich Fisch, darunter vor allem Lachs, Hering, Makrele, Forelle, Sardine und dann eben auf Edamame und trotz der geringen Mengen eben auch Bohnen, Vollkornprodukte und hin und wieder Hähnchenbrust oder mageres Rinderhack. Diese Lebensmittel solltet ihr so gut es geht in euren Speiseplan mit einbauen und meinen solltet ihr dafür eher so fettiges Fleisch, vor allem auch Schweinefleisch und Wurst, Sonnenblumen, Maiskeim und Distelöl und die meisten Fertigprodukte und vor allem Produkte, die eben Palmöl enthalten. So, und wenn ich jetzt an dieser Stelle das Video jetzt eben beenden würde, dann wären die meisten wahrscheinlich genauso weit wie zuvor und würden nicht unbedingt wissen, wie sie jetzt was essen sollen. Und deswegen habe ich euch noch ein paar Tipps rausgesucht, die ich eigentlich so gut wie jeden Tag befolge oder jede Woche befolge, die eben das Ganze etwas automatisieren und ihr automatisch etwas mehr Omega-3 aufnimmt. Als allererstes tauscht einfach euer Öl aus. Schmeißt Sonnenblumen, meist kein Distelöl raus, nehmt Zwiebeln zum Braten, Rapsöl, für Salate und kalte Speisen so ein bisschen Leinöl oder auch eben Olivenöl. Versucht jeden Tag eine Handvoll Nüsse oder Samen mit einzubauen, vor allem hier wie gesagt Leinsamen, Chiasamen oder auch Walnüsse. Egal ob jetzt zum Beispiel im Porridge oder im Joghurt, eben dann mit Beeren noch dazu. Schmeckt lecker, ist einfach, geht sehr schnell und ihr habt eben eine Menge Omega-3, nebenbei noch Eiweiß, gesunde Kohlenhydrate und so weiter. Versucht ein bisschen wegzukommen von Weißweizensemmel mit Wurst oder etc. Und versucht ein bisschen hinzukommen zu Vollkornbrot mit zum Beispiel körnigem Frischkäse, dazu noch ein bisschen Paprikastreifen und drauf und vielleicht noch Salz und Pfeffer. Schmeckt mega lecker und ist genauso schnell gemacht und eben genauso gut. Ihr habt viel mehr davon, ihr ernährt euch gesünder. Und es geht genauso einfach wie das andere. Nur man kann es halt eben nicht jetzt unbedingt beim Bäcker gleich kaufen. Weg von Fertiggerichten und hin zu frischen, selbstgekochten Gerichten gerne auch mal auf eben Hülsenfruchtbasis. Zum Beispiel einfach ein Chili sin Carne oder ihr macht halt einfach was Heftiges wie Bratkartoffeln mit Rührei. Das ist ja auch einfach, geht schnell und ist eben viel gesünder. Und der nächste Punkt wird den meisten wahrscheinlich im schwierigsten Fall. Versucht einfach ein bisschen weniger fertiges Fleisch zu essen. Ja, ich weiß, Schweinsbraten ist super und ist vor allem bei uns in der Gegend sehr beliebt, aber es ist einfach mega ungesund. Versucht dafür lieber etwas mehr Fisch zu essen und wenn es halt eben mal Fleisch sein muss, dann nehmt es halt eine magere Hähnchenbrust oder Putenbrust oder eben mageres Rinderhack. Wer jetzt keinen Fisch mag, essen will oder auch nicht so oft dazu kommt, der sollte wirklich überlegen, ob er nicht Omega-3 supplementiert. Abschließend will ich noch etwas sagen, auch ich nehme Omega-3 Nahrungsergänzungsmittel, weil ich eben nicht so oft dazu komme, dass ich Fisch esse und auch nicht gewillt bin, so viel Geld eben immer auszugeben, sondern dann eben lieber auf die schnelle, einfachere Variante umsteigen. Und die Meere sind sowieso so überfischt, dass ich jetzt nicht unbedingt noch viel mehr Fisch rausziehen will,
sondern einfach wirklich etwas nachhaltiger mit eigenen Kapseln. An den Regeln, die ich vorhin gerade habe, versuche ich mich trotzdem so gut wie jeden Tag zu halten, auch wenn es da natürlich auch mal ein paar kleine Ausnahmen gibt, aber wenn man das wirklich 80% von der Zeit durchzieht, habt ihr wahrscheinlich schon sehr viel gewonnen und seid wahrscheinlich schon sehr viel gesünder unterwegs wie der Großteil der Bevölkerung. So einfach kann das Ganze gehen. Schreibt es gerne unten in die Kommentare, was ich euch als nächstes erklären soll, wie man es am besten über die Ernährung deckt. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace out.